Hallo, meine lieben Zuschauer, ich habe mir überlegt, ich stelle euch mal etwas vor, und zwar die Funktion der Drosselklappe. Es gibt das eine oder andere, was viele nicht wissen. Es gibt so eine geheime Funktion der Drosselklappe, was sie eigentlich so macht und was sich da so alles auswirken könnte in Bezug auf Schäden. Und lege mal gleich los. Ich zeige euch mal ein Video, wie das Ganze funktioniert. Ich zeige euch heute die Drosselklappe und so sieht das Ganze aus. Ich zeige euch mal das im Video mal ein bisschen genauer, dass ihr das Ganze mal anschauen könnt. Und ich erkläre euch mal was dazu. Und zwar gibt es hier Wasseranschlüsse für die Beheizung. Im Winter ist es nämlich relativ wichtig, dass das Gehäuse beheizt wird, damit sich kein Kondenswasser bildet. Hier haben wir eine Kurbelwelle-Gehäuseentlüftung, die dann wieder zurückgeleitet wird, also die quasi Öldämpfe oder Kraftstoffdämpfe. Da kann man je nachdem unterschiedliche Schläuche anschließen. Dann haben wir die Drosselklappe selbst. Ich betätige sie mal. Also hier in dem Fall wird sie über eine Federkraft zurückgestellt. Ja, seht ihr, wie sie sich bewegt. Früher hat man das mit einem Bowdenzug oder einem Gaszug betätigt. Heute ist es Drive-by-Wire oder man sagt umgangssprachlich dazu E-Gas. Ja, das wird elektronisch alles geregelt. Viele nennen das auch das Fahrerwunschpedal, weil manchmal gibt man Vollgas, aber die Drosselklappe wird zum Beispiel nicht Vollgas geöffnet, weil irgendwelche Bedingungen nicht erfüllt sind. Ja, und kommen wir mal zu dem Stecker. Ihr seht, da sind einige Pins. Da gibt es von Spannungsversorgung über Signale und so weiter, viele Sachen. Hinten befindet sich oder an der Seite befindet sich ein Bauteil, das nennt man eine Schleiferbahn oder Potentiometer. Hier wird, je nachdem, wie sich die Drosselklappe bewegt, sich der Potti verstellt und das Steuergerät weiß dann, in welcher Position sich die Drosselklappe genau befindet. Es gibt in älteren Fahrzeugen Probleme mit Drosselklappen oder irgendwelchen Positionssensoren und da gibt es eine sogenannte Rauschprüfung, die man machen kann. Ich zeichne euch mal etwas auf und zwar möchte ich euch etwas erklären und zwar vielleicht ist es zeichnerisch etwas einfacher. Wir haben hier die Zeit und wir haben hier den Widerstand. So. Und wenn man das in einem Oszilloskop anschaut, dann kann man das sehen, das wird irgendwo nicht bei Null starten, weil sonst hätten wir ja einen Kurzschluss. Wird das so ungefähr aussehen, ja? Also das heißt, wir öffnen die Drosselklappe und schließen sie später. So, falls wir eine defekte Drosselklappe hätten oder beziehungsweise einen kaputten Potti, dann hätten wir so Einbrüche, ja, in dem Ganzen und das ist natürlich nicht gut. Der ein oder andere, der das schon länger macht, oder beziehungsweise wenn ihr dieses Verfahren fachgerecht benennen wollt, dann heißt es das sogenannte Rauschprüfungsverfahren oder Rauschprüfung. Und da wird der Potti mit dem Oszilloskop geprüft. Und wenn er diese Ausschläge hier hat, oder solche, sage ich mal, Zacken, dann ist das Potti nicht gut. Dann ist das Potti defekt. Die sogenannte Rauschprüfung. Sagt man dazu. Gehen wir weiter. Hier seht ihr den Elektromotor, der die Drosselklappe betätigt und dann gibt es hier noch eine Federkraft und ansonsten gibt es da eigentlich nicht viel zu erzählen. Drosselklappen werden aber nicht nur für den Motor benutzt, sondern zum Beispiel auch als Niederdruck AGR, also im Auspuff drin. Das heißt, wir schließen den Auspuff mit der Drosselklappe und dadurch haben wir einen Rückstau und können die Abgase zurückleiten. Das gibt es auch natürlich in einem Auspuff als Auspuffklappe. Da wird nichts anderes wie, wenn ihr beschleunigt und zum Beispiel über 50 km/h seid, dann öffnet sich die Auspuffklappe und dann wird der Auspuff lauter. Und ich habe auch schon Drosselklappen gesehen, die werden in Fahrzeugen für
irgendwelche Parallelbetriebe von Turboladern, also ein kleiner zum großen Turbolader, dann gibt es dann solche Umschaltklappen und das wird dann auch zum Beispiel mit einer Drosselklappe gemacht. In einem modernen Benziner, ein Direkteinspritzer, da wird die Drosselklappe als der sogenannte entdrosselte Motor verwendet. Wie funktioniert das? Da wir ja eine Direkteinspritzung haben, brauchen wir die Drosselklappe ja eigentlich nicht, weil wir ja das Gemisch ja intern im Brennraum regeln. So, also wird die Drosselklappe komplett geöffnet, der Motor fährt entlastet und hat kein quasi Ansaugwiderstand, also es ist ja auch eine Kraft, die gebraucht wird, und dadurch haben wir einen reduzierteren Spritverbrauch. Jetzt kommen wir mal zum Diesel. Ein Diesel hat auch eine Drosselklappe. Das hat aber mit der Gemischbildung vorerst mal so nichts zu tun. Ein Diesel arbeitet so oder so mit Luftüberschuss. Bei einem Dieselfahrzeug brauchen wir die Drosselklappe, und das ist ganz wichtig, zum Abstellen. Bei einem Diesel gibt es das sogenannte Nachdieseln. Das ist, wenn der Motor läuft und man stellt ihn ab und dann schaukelt der so. Und das nennt sich Nachdieseln. Dieses Nachdieseln hat den Nachteil, wenn ihr ein Zwei-Massen-Schwungrad habt, das ist also quasi eine gefederte Masse, dann wird das euch das Zwei-Massen-Schwungrad zerstören, wenn die Drosselklappe nicht funktioniert. Also falls man so eine Drosselklappe in dem Diesel nicht funktioniert, dann solltet ihr die richten lassen, denn die ist relativ wichtig. Als zweiter Punkt bei einem Diesel, die Drosselklappe hat einen Einfluss auf die Regeneration des Fahrzeugs. Denn wenn ihr im Regelfall beim Fahren die Drosselklappe voll geöffnet habt und der Motor sagt, okay, ich muss jetzt regenerieren, braucht er eine höhere Verbrennungstemperatur, damit die Partikel sich freibrennen, und dann wird die Drosselklappe in einer bestimmten Stellung geschlossen, damit weniger Luft durch die Drosselklappe hindurchkommt. Dadurch habt ihr weniger Luft und ein fetteres Gemisch erzeugt im Brennraum, und dadurch steigt die Temperatur, also die Drosselklappe unterstützt das Ganze. So, ich habe euch natürlich auch noch eine andere Drosselklappe, die möchte ich euch mal zeigen. So, das könnte zum Beispiel eine Abstellklappe sein. So, und die wird hier über, sage ich mal, so ein Zahnrad, also über einen Motor mit so einem Zahnradsystem, wird die hier bewegt. Seht ihr das? So. Und die Position von dieser Drosselklappe, also hier ist der Motor, hier ist der Motor, hier ist die Klappe selbst, hier ist auch noch eine Elektronik. So sieht das Gehäuse aus von dem Motor. Hier ist die Feder, wo wir bei dem anderen nicht gesehen haben. Ja. Hier die Anschlüsse. Das sind ein paar Anschlüsse. Ja, das sieht man hier schön. So. Ja, und hier ist das Ganze berührungslos. Also falls die Drosselklappe sich in einer bestimmten Position befindet, gibt es dafür einen sogenannten Drehwinkelsensor. Der Drehwinkelsensor ist gegenüber dem Potti, der hier eine Berührung hat mit der Schleiferbahn, hier komplett berührungslos. Das heißt, der Verschleiß ist nicht mehr da. Wie ein Drehwinkelsensor funktioniert, möchte ich euch jetzt nicht ins Detail erklären, aber ich kann euch vielleicht den einen oder anderen Beitrag verlinken, wo ihr das nachschauen könnt, oder ihr könnt euch selber ein bisschen schlau machen. Ich weiß nicht, wie weit es ins Technische geht, ob ihr mir da folgen könnt oder ob ihr das überhaupt wissen wollt. Fakt ist, hier haben wir einen Berührungspunkt und hier haben wir keine Berührungspunkte. Das ist einfach eine Elektronik, die dann die Position über diese Pins weitergibt. Hier habe ich nochmal eine Drosselklappe, auch wieder mit Wasserkühlung. Hier schauen wir mal den Deckel an. Ich nehme jetzt mal den Deckel ab. Ich zeige euch mal nachher was zu diesem Deckel. Hier sieht man diese Feder, wo ich euch vorher gezeigt habe. So sieht das Ganze aus. Da ist ein Elektromotor. Ja, da sind die zwei Kontakte. Das ist das Gehäuse. So. Und hier ist es so. Hier wird der Motor die Drosselklappe ansteuern, aber wir sehen ja gar keine Elektronik. Also hier gibt es nur irgendwie einen Anschlag, aber da ist ja gar keine Elektronik. Wie merkt er jetzt, in welcher Position sich der befindet? Die Lösung ist das hier. Das ist
quasi über den Magnetismus, oder das ist auch dieser Drehwinkelsinn, es gibt einmal einen optischen, es gibt einen magnetischen. Also der optische, da wird über Dioden wird da Licht gesendet, und je nachdem, wie sie durchscheinen, durch eine bestimmte Schablone, weiß der, in welcher Position sich der befindet. Und hier ist es in diesem Deckel. Das ist das Gegenstück, also das hier. Und durch diese Position der Magnete erkennt er, in welcher Position sich die Drosselklappe befindet. Hier sieht man auch die Anschlüsse. Da gibt es eine Spannungsversorgung und dann Signalanschlüsse. Ich hoffe, ich habe es euch relativ kurz und knapp und verständlich erklärt. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr gern was schreiben. Dann kann ich euch vielleicht das eine oder andere Video nochmal zusätzlich machen oder ergänzen oder vielleicht sogar ein ganzes Thema aufmachen. So, das war's. Eigentlich relativ kurz und knapp. Das war kompakt erzählt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt mir bitte ein Like. Falls ja, ihr könnt auch gerne Kritik posten. Ich bin auch sehr kritikfähig und freue mich auf quasi Antworten und euch fachlich, sachlich zu antworten. Ich bedanke mich recht herzlich und wir sehen uns bis zum nächsten Mal.